Moin Moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial und wir fliegen heute im zweiten Teil der Moonlandung natürlich auch mal zum Moon und machen dann eine Landung. Das heißt, jetzt geht's los. Das allererste, worauf ihr achten solltet, ist SRS an und dann drückt sicherheitshalber nochmal Z, damit der Schub auf jeden Fall voll nach oben geht. Und dann starten wir und wir sollten eigentlich sofort so ein Blinken bekommen, weil wir nämlich unsere Testmission abgeschlossen haben. Das klicke ich mal kurz weg. So, und jetzt geht es erstmal relativ steil nach oben. Das ist auch eine ziemlich gute Sache. Wir müssen nämlich gucken, dass wir Höhe gewinnen mit dieser Rakete, damit unsere Triebwerke effizienter werden. Was wir einleiten können, ist dann so ein ganz leichter Gravity Turn schon mal. Leider kann die Pilotin ihn jetzt nicht von Hand fliegen. So, und da wir jetzt doch ganz gut Schwung drauf haben, nehme ich ein bisschen Schub raus im Moment, damit wir nicht zu schnell werden. Wir werden nämlich viel Luftwiderstand durch dieses Fairing hier erfahren. Das ist ein relativ dicker Brocken, den wir auf der Rakete drauf haben. Und ich lasse jetzt erstmal die Booster kurz arbeiten, drehe dabei die Rakete ganz, ganz sanft in Richtung der 45 Grad Neigung rüber. Die wollen wir so bei ungefähr 10 Kilometer erreichen. So, und jetzt kommt Separation und ich gehe mit Z wieder auf Vollschub, damit die Rakete auch weiter an Geschwindigkeit gewinnt. Ihr habt gesehen, wir haben ganz kurz Speed verloren, aber es baut jetzt auch wieder auf. Und ich drehe die Rakete weiter, damit wir jetzt unseren Gravity Turn haben. Und sind jetzt die 10 Kilometer durch. Das heißt, wir haben eine gute Höhe langsam erreicht, auf der wir uns bewegen. Und haben jetzt mit den Triebwerken noch gute 700 Delta V, die wir rausfliegen können. Insgesamt 5633 Delta V. Ihr seht, die bauen nur sehr langsam ab, weil es im Moment halt so ist, dass wir mit jedem Meter Höhe, den wir gewinnen, einfach auch mehr Delta V gewinnen, da unsere oberen Stages doch deutlich effizienter sind. So, unsere Neigung hier hat uns schon mal auf gut 22 Kilometer hochgebracht. Ich hoffe, das ist nicht zu flach vom Ansatz her, müsste aber eigentlich ganz gut reichen mit der Geschwindigkeit, die wir hier noch rausgeholt haben. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir auf die nächste Stage gehen und zusehen, dass wir Geschwindigkeit rausholen mit unseren nächsten zwei Triebwerken. Wir sind jetzt bei etwas mehr als 700 Delta V und ich mache direkt auch mal das Fairing auf, um uns von dem Gewicht zu befreien. Wir sind nämlich eigentlich hoch genug, dass das jetzt vom Luftwiderstand her kein Problem mehr sein sollte. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind ein bisschen knapp unterwegs mit unserer, mit unserem Schubgewichtsverhältnis. Das heißt, ich muss wahrscheinlich ein bisschen steiler raus, aber mal gucken, ob es so funktioniert. Wir probieren das trotzdem mal, wie sie es entwickelt. Und lassen das jetzt erstmal einfach ganz gemütlich ausbrennen. Wir haben noch knappe 700 Delta V auf der Kiste drauf. Die Apoapsis kommt auch nur sehr langsam näher, beziehungsweise jetzt eigentlich schon gar nicht mehr. Das heißt, es sieht gut aus, dass wir mit der Kiste so fliegen können. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Nase sogar noch mal ein bisschen tiefer auf die 40 Grad. Dadurch beginnt die Apoapsis natürlich wieder an uns ranzuwandern. Aber im Großen und Ganzen sieht das gut aus, dass man das so fliegen kann. Hätte man auch ein bisschen steiler erstmal nach oben noch fliegen können, ist aber so auch in Ordnung. Okay, also Rakete fliegt. Wir bleiben auf den 40 Grad. Und das müsste sich hier jeden Moment auch wieder fangen, dass die Apoapsis uns näher kommen will. Denn wir bauen immer mehr Geschwindigkeit auf und auch immer mehr Höhe. Sind mittlerweile bei 50 Kilometer. Das ist auch schon mal ganz gut. Und haben jetzt noch knappe 300 Delta V in dieser Stufe drin, bevor wir gleich beginnen mit unserer kleinen Stage zu fliegen. Und jetzt lasse ich ihn bewusst mal auf dieser Gradzahl, damit er einfach ein bisschen die Höhe noch macht. Mit dem Triebwerk, solange wir das noch nicht komplett brauchen. Denn die nächste Stage wird noch mal ein ganz kleines bisschen weniger Leistung am Anfang haben. Das heißt, wir gewinnen ein bisschen Zeit, um noch Geschwindigkeit zu holen. Das heißt, ich orientiere mich hier weiterhin auf der 40 Grad Linie einfach da, wo ich mit dem Mauszeiger gerade bin. Seht ihr das? Und warte jetzt eigentlich auf den Burnout dieses Triebwerks und gehe auf unsere finale Stage, was das Triebwerk angeht zumindest. Da seht ihr jetzt, die ist natürlich ein bisschen schwächer ausgestattet, was den Schub angeht. Wir sind aber mittlerweile relativ gut unterwegs. Wir haben 1400 Meter pro Sekunde an Umlaufgeschwindigkeit und haben jetzt immer noch 30 Sekunden Zeit bis zur Apoapsis. Mit der 40 Grad Neigung können wir die auch ganz gut halten.
Und haben schon knappe 60 Kilometer Höhe. Ihr könnt jetzt beginnen, wenn ihr so die 1500, 1600 Meter pro Sekunde erreicht habt, können wir dann langsam beginnen, auch dann gleich mal ein bisschen runter zu pitchen, also quasi den Orbit noch flacher zu fliegen. Es schadet aber nicht, dass das jetzt noch ein bisschen stärker angestellt ist. Wir haben sehr, sehr gute Schubreserven. Also wir werden für die gesamte Reise zum Moon so ungefähr hin und zurück, sagen wir mal, nicht ganz 3000 Delta V brauchen. Und das heißt, alles, was da jetzt oben drüber noch geht, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir das hier jetzt gerade beim Start und Orbit zirkularisieren verbrennen. Genau, also jetzt, wenn wir, wie gesagt, so die 1600 durchbrochen haben, können wir langsam ein bisschen flacher pitchen, weil es mehr um Geschwindigkeit geht als um Höhe. Wir sind auch fast aus der Atmosphäre raus mit 70, also hier hinten sind wir bei den 70 Kilometern, wir selber sind jetzt noch nicht ganz bei den 70 Kilometern, aber ihr seht, jetzt reicht auch dieses Triebwerk mittlerweile völlig aus, um uns ganz gut auf Kurs zu halten. So, jetzt ist Weltall angesagt, ihr hört's. Und ich gehe noch ein bisschen tiefer mit der Nase, damit wir jetzt auf 10 Grad unsere Orbitalgeschwindigkeit fertig machen. So, und dann sollten wir jeden Moment, wenn wir ein bisschen rausscrollen, also bei 2200 Meter pro Sekunde wird das der Fall sein, dass wir dann in einen Orbit einschwenken, so wie wir es auch schon vorher hatten. Hier diese Zeit zur Apoapsis könnt ihr damit kontrollieren, dass wenn ihr seht, die baut sich sehr stark auf, könnt ihr flacher gehen. Wenn ihr seht, sie kommt euch sehr, sehr nahe, dann könnt ihr ein bisschen steiler fliegen, also mehr in diese Richtung gehen, um sie vor euch herzutreiben und nicht wieder in die Atmosphäre zurückzufallen. Weil letzten Endes, wenn ihr über den AP-Punkt drüber seid, beginnt ihr natürlich in eurer Parabel wieder auf Kerbin zurückzufallen. Und das wollt ihr im Regelfall nicht, weil es halt schlicht und ergreifend euer Raumschiff wieder abbremst. So, ich gehe jetzt noch auf knappe 5 Grad Pitch. Wir sind bei fast 2200 Metern pro Sekunde angekommen. Da seht ihr jetzt auch relativ schnell, unsere Umlaufbahn streckt sich. Das kennt ihr aber auch schon von unserem Orbitflug oder auch von unserem Moon-Vorbeiflug. Also keine großen neuen Geheimnisse. Und jetzt gibt es gleich einen großen Schwung. Wir kriegen unsere Periapsis und unsere Apoapsis beginnt sich relativ schnell um den Planeten zu drehen. Die tauschen sich aus. Und schwupp, sind wir im Orbit. Ich lasse das jetzt so lange laufen, dass unsere Periapsis auch über 70 Kilometer ist. Und gut ist es. Damit haben wir jetzt noch 3200 Delta V übrig. Alles super entspannt. Damit können wir locker zum Moon fliegen. Und damit heißt es jetzt als Ziel setzen. Und es gilt wieder diese lustigen, ja, so ungefähr, ne, Viertelorbit, Achtelorbit, ungefähr irgendwo da so den Moon abzufangen. Vielleicht können wir es ganz kurzfristig machen. Wenn euch das zu hektisch wird, macht ihr einfach noch einen Orbit. Also, beziehungsweise heißt das ja nicht automatisch, dass ihr ihn so getroffen habt. Ihr seht, wir haben hier direkt einen relativ guten Treffer in einigen wenigen Sekunden. Wir müssen eigentlich auch gleich das Brennen anfangen. Ich glaube, wir nehmen den einfach so. Das ist doch ein schöner Übergang. Wir können einfach direkt weiterfliegen. Das heißt, wir zünden direkt wieder unser Triebwerk und fliegen weiter Richtung Moon. Genau, da kriegt ihr diesen blauen Marker. Eventuell habt ihr dann natürlich noch irgendwie einen halben, dreiviertel oder einen ganzen Orbit, den ihr nochmal dazwischen packt und dann damit eure Kiste abbremsen könnt. Gut. Abbremsen, beschleunigen könnt natürlich, um Himmels Willen. So, das Ganze dauert jetzt einen kurzen Moment. Ihr seht's, 1 Minute 44 insgesamt Schubzeit, weil wir natürlich mit einem relativ effizienten Triebwerk fliegen. Das hat eine hohe Effizienz, aber wenig Leistung. Das heißt, lange Brennzeit. Wenn ihr mit ein bisschen mehr Puffer unterwegs seid, ist das auch nicht schlimm. Und was passiert? Natürlich, unsere Apoapsis drückt jetzt die ganze Zeit nach außen. Und wir werden nachher in einem 500 Kilometer Höhe Vorbeiflug am Moon entlangkommen und dort gucken, dass wir unsere Moonlandung zustande bringen. Worauf ihr dabei achten solltet, ist, überschießt nicht zu sehr. Guter Indikator ist immer, wenn euch der dann danach dieser prognostizierte Orbit rausschießt aus dem Kerbin-System, dann könnt ihr vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Gas geben. Und guckt, dass ihr einen Periapsis habt. Also 0 Meter bringt. 0 Meter hat den Vorteil, ihr spart sehr viel Sprit beim Bremsen am Moon. Der Nachteil ist, ihr geht halt drauf, einfach weil ihr eine sogenannte Lito-Break vollführt. Denn eine Lito-Break ist, wenn euer Kurs auf dem Moon endet.
Litho steht in diesem Fall für Stein bzw. Fels. Und den Rest könnt ihr euch sicherlich herleiten, was das ungefähr bedeutet. So, wenn jetzt der ganze Part fast durch ist, gehe ich mit Steuerung ein bisschen runter mit dem Schub. Also ich nehme den Schub jetzt hier auf ein Minimum runter, damit ich relativ exakt noch nachkorrigieren kann und sehe, okay, da kommt mein Kurs rein. Und ich nehme den jetzt ruhig noch ein bisschen näher, weil ich gerne schon mal in einen tieferen Orbit einschwenken will. Und wenn das gerade so gut klappt, warum denn nicht? Ansonsten lasst ihn halt einfach so, wie es ist. Ich persönlich gehe jetzt mal für unseren Anflug auf eine Orbithöhe von 20 Kilometer runter, weil wir so oder so landen wollen. So, und da werden wir dann bremsen und unsere Mondlandung ansetzen oder unsere Moonlandung. So, wie ihr seht, haben wir jetzt noch 485 Delta V. Davon werden wir ungefähr 300 dann noch bei der Bremsung in den Orbit verbrauchen und den Rest in der Landung. Das heißt, was jetzt passiert, ist dadurch, dass wir relativ viel von dem Treibstoff aus diesen Gondeln verbraucht haben für den Kerbin Orbit noch, werden wir wahrscheinlich mit leeren Gondeln landen. Das ist nicht schlimm. Lasst die aber bitte auf jeden Fall noch dran, weil da sind eure Landebeine dran, bis ihr wieder startet vom Moon. Nur um es vorher mal gesagt zu haben. Nicht, wenn der Treibstoff hier als leer angezeigt wird, dann fliegen wir natürlich noch mit diesem Treibstoff weiter. Also das Ding fliegt immer noch. Bitte staged nicht eure Landebeine weg, okay? Danke. So, was man jetzt noch machen könnte, wäre hier die Antenne ausklappen. Ich glaube, ich habe in meiner Genialität eine leichte Überlappung hergestellt, aber es scheint zu gehen vom Clipping her. Wird später besser aussehen. Ich klappe sie aber erstmal wieder ein, weil ich habe im Moment noch nichts zu funken. Das ermöglicht euch aber, dass ihr sowas wie Crewberichte, sowas wie EVA-Reports natürlich nach Hause senden könnt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hauen jetzt mal den Zeitraffer rein und zwar klicken wir einfach mal an die Stelle, wo es für uns interessant wird. Ich sag mal so kurz vorher, also da könnt ihr jederzeit... Da wurde ich übrigens auch, also danke auch nochmal für alle Kommentare in den Tutorials, auch von denen von euch, die schon ein bisschen mehr Kerbal Space Program spielen. Ihr seht, ich versuche die auch einzubauen, diese Dinge, die ihr erwähnt, ins Tutorial, denn schließlich bin ich auch nicht perfekt. Und was ich bisher noch nicht erwähnt hatte, ich hatte es mit zum Manöverspringen schon mal gezeigt, aber was natürlich auch geht, ihr könnt auf euren prognostizierten Kurs irgendwo hinklicken und hierher Vorspulen drücken. Dann müsst ihr mit dem Zeitraffer nicht wild hin und her klicken mit Punkt und Komma und Tralala, wie ich euch das bisher immer gezeigt habe, sondern ihr fahrt dann einfach ganz gemütlich an diese Stelle und der Zeitraffer wird dort beendet. Eine zusätzliche Information, ihr könnt mit Bindestrich, darauf bin ich hingewiesen worden, das wusste ich auch tatsächlich selber noch nicht, weil ich diese Taste noch nie benutzt habe, mit Bindestrich könnt ihr auch jederzeit komplett hart aus dem Zeitraffer rausgehen und ihn auf Null setzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf 10-fach Zeitraffer gehe, wurde mir gesagt, mit Bindestrich geht das. Und ich wurde betrogen. Seht ihr das? Ich wurde betrogen. Ich nehme das wieder zurück mit dem Bindestrich. Wer auch immer das kommentiert hat, hat Unrecht. Zumindest nicht auf meiner Tastatur. So, alles klar. Jetzt werden wir hier ein Manöver machen, um zu bremsen. Ihr könnt das einplanen oder ihr könnt das einfach fliegen. Das ist so ein bisschen gehüpft wie gesprungen. Am Anfang macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ihr es einplant. Und was ihr wollt, ist ein Orbit, der euch so ungefähr auf 2020 bringt. Also 20 Kilometer, 20 Kilometer. Und ihr seht, meine 300 Delta V, die ich angemerkt habe, sind auch immer schon mit einem gewissen Puffer. Also diese Delta V Maps, wenn ihr eine sucht und nicht wisst, was eine Delta V Map ist, guckt bitte in den Videokommentar. Da ist ein Link zu einer Delta V Map. Das funktioniert wie so eine Straßenbahnkarte. Wer natürlich jetzt nicht aus einer großen Stadt kommt, Pech, ihr müsst lernen, wie man Straßen- oder U-Bahn-Karten lernt, liest. Meine Güte, was habe ich denn heute für Sprachfehler? So, also den könnt ihr euch einplanen und ihr kriegt dann wieder das schöne blaue Manöver, das ihr gleich machen könnt. Und das ist in 10 Minuten der Fall. Und mit dem werden wir uns erstmal, so wie wir uns bei Kerbin in einen Parkorbit begeben haben, um zum Moon zu fliegen, werden wir uns hier in einen Parkorbit begeben, um uns ein schönes Landeziel auszusuchen. Ich werde natürlich jetzt was aussuchen, was ich mir halt jetzt aussuche für unsere Mission. Achtung, wichtiger Hinweis, ihr dürft woanders landen, okay? Also es funktioniert auch an anderen Stellen.
Nicht an allen, an manchen ist es ein bisschen schwieriger, manchen ist es ein bisschen einfacher, aber letzten Endes funktioniert es an mehreren Stellen. So, denkt daran, wenn ihr wie ich verschiedene Missionen angenommen habt, zum Beispiel was ihr jetzt schon verplant habt, das kann ich aber noch auf dem Rückweg machen, ist Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin, aber Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon, das können wir jetzt schon mal machen. Nämlich können wir ganz billo einen Crewbericht nehmen und den direkt mal nach Hause schicken. Jetzt seht ihr, klappt unsere Antenne auf, die wird hochgefunkt und ein Crewbericht kann eben, das seht ihr immer, das hätte ich euch vielleicht auch mal zeigen sollen, es gibt immer hier diesen Bergung, das ist so der grüne Balken, und es gibt den Übertragung, das ist der blaue Balken. Und der ist bei einem Crewbericht zum Beispiel ohne Verlust. Das heißt, ihr kriegt die gleichen Wissenschaftspunkte, wenn ihr den nach Hause bringt, wie wenn ihr den funkt. Das gilt nicht für alle Sachen. Das gilt zum Beispiel nicht, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier schon hatten, mysteriösen Schleim. Seht ihr, wir würden noch 4,6 Wissenschaftspunkte bekommen, wenn wir den nochmal mit nach Hause bringen. Aber wir würden nichts mehr bekommen, wenn wir das per Funk übertragen, weil wir das schon mal getan haben und der dann nicht mehr so viel wert ist. So, jetzt haben wir diesen Auftrag nämlich auch schon abgeschlossen, kassieren die Kohle dafür. Und denkt da einfach bitte dran, wenn ihr noch zusätzliche Sachen habt, sowas wie mein TD12-Dekappler, den ich seit langer, langer Zeit ignoriere, macht das auch wirklich, damit ihr diese Sachen bekommt. Gut, jetzt sind wir noch 8 Minuten entfernt. Ich hau ein bisschen Zeitraffer rein, damit Valentina das auch noch schafft, bevor sie Narkolepsie bekommt. Und wir können dann bremsen. Lasst euch nicht davon einschüchtern, wenn ihr das erste Mal nachher auch knapp über den Moon fliegt. Lasst euch nicht davon einschüchtern, dass das so aussieht, als ob ihr ganz schnell seid und gleich irgendwo gegenknallt. Es ist alles gut. Wir sind immer noch 40, vertraut diesen Zahlen hier. Wir sind 40 Kilometer hoch. Alles ist wirklich, wirklich total super, okay? Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Unsere Schubzeit wird 28 Sekunden betragen, also wieder ungefähr, sagen wir mal, bei minus 12, minus 10 bis minus 12 Sekunden werde ich es anschmeißen, damit wir unseren Schub ungefähr um das Manöver verteilen. Ich mache mal minus 15, zack, los geht's. Das dauert einen kurzen Moment, macht uns jetzt wieder langsamer und sorgt erstmal dafür, dass wir nicht wieder zurück in eine Kerbin-Umlaufbahn geraten, sondern dass wir jetzt erstmal in einer Moon-Umlaufbahn bleiben und uns überlegen können, wo wir als nächstes landen wollen. So, ich glaube, ich weiß schon, wo ich landen werde. Aber das dürft ihr auch, wie gesagt, anders entscheiden. So. Zack, Triebwerk aus, wenn ihr es ungefähr habt. Hier haben wir jetzt 20 zu 22 Kilometer. Das ist völlig in Ordnung. Und wir haben jetzt noch ein paar hundert Delta V in unsere, also ein paar hundert Meter pro Sekunde, 202, um genau zu sein, Meter pro Sekunde in unserem Tank. Ihr seht, wir haben 543 Meter pro Sekunde Umlaufgeschwindigkeit. Und was wir jetzt machen werden, ist uns einen Punkt aussuchen, wo wir landen. Was natürlich sehr markant ist, ist der große Krater. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, dass wir irgendwo am Kraterrand. Vielleicht gehen wir hier in dieses große Bassin rein. Mal gucken. Genau, was ihr jetzt vorbereiten könnt, ist eigentlich euer Landemanöver. Ihr könnt euch jetzt aussuchen mit einem Manöver, wo wollt ihr eigentlich hin. Das prognostiziert ihr jetzt erstmal so in diese Richtung. Zack. Und könnt dann ungefähr sehen, ja, so passt das. Ich persönlich bin großer Freund davon, wenn ich hier landen will, etwas zu overshooten, also ein bisschen drüber zu gehen, denn wir werden nachher nochmal bremsen und dieses Bremsen wird natürlich dazu führen, dass unser Kurs auch noch ein bisschen kürzer wird und da wir nicht möchten, dass wir dann irgendwie viel zu knapp reinkommen, guckt ruhig, dass ihr ein bisschen overshootet, das Ganze wird ein bisschen kürzer nachher noch. So. Lange Rede, wieder mal. Wir fahren jetzt einmal um den Moon rum. Was wir noch gucken können, jetzt können wir nämlich mal schauen. Ich wollte ja noch überprüfen, ob ich hier schon mysteriösen Schleim gemacht habe. Ja, habe ich schon. Das heißt, wir behalten den erstmal. Vielleicht können wir den auf dem Moon noch irgendwie verwenden. Wir sind nämlich eigentlich ganz luxuriös unterwegs, weil das dürfte eine Biomgrenze sein. Ob wir da nicht irgendwie nochmal einen kleinen Hop machen können, das entscheide ich aber nach der Landung, wie es mit unserem Treibstoff aussieht. So. Gut, also Zeitraffer, weiter geht's an die Manövergrenze ran.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch wieder sagen, wenn euch das alles zu lange dauert, hier einfach zum nächsten Manöver. Da wird er euch immer eine Minute vor dem Manöver rauslassen. Gerade für ein Manöver mit 8 Sekunden ist das natürlich sehr, sehr entspannt. Und ihr müsst euch nicht irgendwie mit den Punkt-Komma-Strich-Tasten beschäftigen, um eure Manöver da, euer Zeitraffer manuell zu steuern. So, wenn wir jetzt gleich aus dem Time Warp wieder rausfallen, dann heißt es natürlich, dem blauen Pfeil folgen in Richtung unseres Manövers, damit wir schon mal ausgerichtet sind. Überraschenderweise ist das natürlich sehr, sehr deckungsgleich mit dem retrograden Marker. So. Und das Schöne ist jetzt übrigens, wenn uns diese Treibstofftanks hier alle gehen, ist es so, dass wir dadurch, dass das Triebwerk ja an einem weiteren Treibstofftank, der jetzt noch voll ist, dran ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. So, wir bereiten jetzt ein paar Sachen vor. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Drückt bitte auf die Fahrwerk-Aktionsgruppe. Das Ganze kann man übrigens auch mit der Taste G wie Gear, das ist das englische Wort für Fahrwerk, aktivieren und deaktivieren. Und fahrt jetzt das Fahrwerk aus. Wenn ihr das erste Mal auf dem Moon landet, seid ihr um jede Sache froh, die ihr nicht nochmal machen müsst. Ihr könnt auch jetzt mit diesem Schalter oder dem Schalter, ist es U, genau, U, Licht an- und ausschalten. Und dann seid ihr schon mal ganz gut vorbereitet. Also macht das Licht an, fahrt das Fahrwerk aus und dann heißt es bremsen. So, wir brennen jetzt 86 Meter pro Sekunde weg. Das Ganze nimmt uns quasi genug Geschwindigkeit raus, dass wir jetzt in eine suborbitale Flugbahn auf dem Mond gehen und beginnen quasi abzustürzen. So, wir sind jetzt nämlich auch das erste Mal in einen suborbitalen Raumflug über Moon übergegangen. Das heißt, wir könnten jetzt noch was dagegen tun, indem wir wieder Gas geben, aber wir wollen ja ungefähr dort landen. Und deshalb werden wir auch ungefähr dort unsere Landung anstreben. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ohne weitere Indikatoren relativ, naja, schwierig, sage ich mal, einzuschätzen. Das heißt, geht vorsichtig an die Sache ran. Es gibt eine sehr ideale Landungsweise, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Bei SpaceX nennen sie das Hover Slams. Hier im Spiel wird es oft Suicide Burns genannt. Das heißt, die ideale Landung ist natürlich, wenn man das Triebwerk in dem Moment zündet, wo es genau bis zum Aufsetzen brennt. Das ist nicht so einfach zu berechnen. Vor allen Dingen ohne irgendwelche Mods, die es einem anzeigen, ist es super unangenehm zu fliegen. Und man fühlt sie, es heißt nicht umsonst Suicide Burn, okay? Die wichtigen Dinge, die ihr jetzt wissen müsst, ist einfach, der Retrograd-Marker, also dieser hier, ist euer ganz großer Freund. Die Einstellung auf Oberfläche ist euer großer Freund. Das sind die zwei Werte, die ihr haben wollt. Und ihr solltet lieber etwas zu vorsichtig fliegen als zu rabiat, okay? Also. Was können wir jetzt machen? Im Prinzip können wir erstmal ein bisschen warten. Wir entfernen uns immer mehr von unserer Apoapsis und beginnen dabei natürlich zu beschleunigen, denn wir tauschen unsere Höhenenergie jetzt natürlich durch Geschwindigkeit, also in Geschwindigkeit um. Also unsere potenzielle kinetische Energie wandelt sich jetzt in kinetische Energie, nämlich wir werden schneller. Wir fallen halt runter, um es ganz einfach zu halten. Und man kann das, wenn man ein bisschen Pipi in den Augen hat, und das empfehle ich bei den ersten Mondlandungen sehr, kann man das ein bisschen. Ja, ein bisschen entspannen den Anflug. Und zwar, was ihr tun könnt. Wenn ihr hier oben diesen Pünnübel seht, dann steht ihr quasi aufrecht über dem Moon. Ich zeige euch das jetzt mal. Guck mal, ne? Dann stehen wir quasi aufrecht zur Oberfläche, würden jetzt also einfach Höhe nehmen und ein bisschen schweben. Würden wir rein in diese Richtung bremsen, bremsen wir unsere Flugrichtung. Aber warum nicht beides? Ihr könnt nämlich so ungefähr in die Mitte gehen und jetzt empfehle ich euch, mal die Karte aufzumachen und beobachtet mal hier die Stelle, wo unser Kurs endet und was mit der Apoapsis passiert. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Schub rein. Ich bin halt so ungefähr mittig dazwischen und kann jetzt mit dem Schub so ein bisschen spielen. Ihr seht, das Ding bewegt sich minimal nach hier außen. Das ist relativ gut. Aber unsere Apoapsis kommt schon mal rein. Also der höchste Punkt, von dem wir gefallen sind, laut der Kursberechnung. Und ihr seht, wir werden dabei schon mal deutlich langsamer. Bleiben aber ungefähr im gleichen Sektor. Wenn ihr mehr in Richtung dieses Punktes geht, korrigiert ihr den mehr nach hier, also in Flugrichtung. Wenn ihr mehr nach unten geht, beginnt ihr ihn zurück zu korrigieren. Das heißt, man kann damit auch nochmal sein Landegebiet weiter eingrenzen. Aber wofür das jetzt vor allen Dingen gut ist, dieser kleine Zwischenbremser, ist halt einfach, um schon mal Geschwindigkeit aus eurem kontrollierten Absturz, den wir Landung nennen, rauszunehmen.
und damit nicht mehr ganz so schnell zu sein. Lasst die Apoapsis auf jeden Fall hinter euch, weil sonst ist es wirklich eine massive Spritverschwendung, sodass ihr da sicher sein könnt, dass ihr auf jeden Fall nicht wieder beginnt zu steigen, weil dann nehmt ihr nochmal neuen Schwung auf. Das ist auch Unsinn. Und solche kleinen Zwischenburns könnt ihr so machen, wie ihr euch glücklich fühlt. Ich habe jetzt mal einen gemacht. Ich denke, ich werde gleich noch einen zweiten hier auf der Höhe machen, einfach um uns langsam ranzuführen. Ihr dürft später gerne schneller und effizienter landen. Und wenn ihr das unbedingt probieren wollt, dürft ihr das auch gerne bei euren ersten Moonlandungen machen. Aber wenn ihr das tun wollt, jetzt kommt der ganz wichtige Part, dann drückt ihr jetzt F5. Das ist nämlich jetzt schnell speichern, das habt ihr oben gesehen. Wir haben jetzt einen Save Point angelegt, zu dem wir zurückspringen können mit der Taste F9, wenn es schief gegangen ist. Das heißt, probiert das gerne, aber speichert unbedingt vorher ab. Okay? Weil am Anfang verschätzt man sich unheimlich schnell und gerade auch mit dem Raumschiff, was man noch nicht so oft gelandet hat, das geht mir jetzt genauso wie euch, ist das halt relativ schwierig. So, wir nähern uns jetzt, das seht ihr hier auch. Hier ist noch der schwarze Rand des Kraters. Schon eine EVA genommen haben. Das macht ihr aber bitte nur, wenn ihr sehr routiniert seid. So, wir können jetzt nämlich schon mal auf 30 Grad gehen, also so eine leichte Neigung reinbringen und ich hau jetzt schon mal ganz kurz relativ viel Schub rein, ihr seht, ich halte das noch relativ stabil auf der Stelle, wo wir sind, ziehe jetzt aber die Apoapsis noch mal ganz weit runter und wir entschleunigen das Raumschiff jetzt schon mal auf gute 250 Meter pro Sekunde. Das ist wieder ein Stück weit angenehmer als vorher und macht die Landung wieder ein Stück einfacher. So, ihr seht, wir sind hier auch relativ weit runtergebrannt. Hier nicht so. Hier ist noch einiges an Treibstoff drin. Hoffentlich natürlich deutlich mehr als 55 Meter pro Sekunde. Das ist jetzt gerade von der Anzeige her etwas schwierig, weil er von anderen Dingen ausgeht, die wir tun. Okay, wir sehen noch nicht so ganz unseren Krater da hinten, zu dem wir wollen. Und wir beschleunigen jetzt natürlich auch wieder. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal. Ach, guck mal, ein Bogen. Das ist doch schön. Was Spannendes gefunden. Ich wusste, dass hier irgendwo ein Biom ist, aber ich habe nicht gedacht, dass ich es tatsächlich direkt treffe. So, ich würde sagen, wir setzen jetzt mal hier zur Landung an und probieren das da anzupeilen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach retrograd und beginnen zu bremsen. Und zwar kräftig. Ich gehe jetzt ein bisschen höher über Retrograd drüber, damit wir einfach gucken, dass wir hier jetzt drin bleiben. Zack. So, Apoapsis darf uns nicht überholen. Und jetzt ist es eigentlich unser Retrograd-Marker. Es ist vor allen Dingen eine seitliche Bewegung, die wir noch ausgleichen müssen. Und die werden wir uns jetzt gleich zu Gemüte führen, indem wir einfach auf diesen Marker draufgehen und jetzt schon mal gucken, wenn wir so ungefähr auf Höhe unseres Bogens da sind. Oh, ein bisschen geht noch, ne? Wir haben noch 9400 Meter Höhe. Wie gesagt, das ist so ein bisschen. Es ist wichtig, dass ihr den Quicksave macht, weil es ist am Anfang ein bisschen Fummelei und rausfinden. So, ich gehe jetzt mal nochmal deutlich in die Eisen, auch um unsere seitliche Bewegung schon mal zu reduzieren. Das sieht auch ganz gut aus. Wir haben im Moment eine Thrust-Weight-Ratio von, also eine Schubgeschwindigkeitsverhältnis von 7,01. Das heißt, wir können wirklich sehr stark bremsen, wenn es drauf ankommt. Aber achtet darauf, dass eure Geschwindigkeit einfach nicht zu hoch wird. Und ich sag's euch jetzt einfach mal, bevor der erste Crash stattfindet. Ich habe bei meiner ersten Moonlandung auch echt viele Anläufe gebraucht, okay? Ich mache das einfach schon ein bisschen länger, deshalb klappt es mittlerweile. Seid nicht frustriert, wenn es nicht beim ersten Mal klappt. Das ist völlig normal. Und es ist noch kein Körbelmeister vom Himmel gefallen. So, man kann das dann auch ein bisschen runterziehen. Also ich lasse jetzt langsam das Triebwerk mitlaufen, während ich zu Boden gehe. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jawohl. Ich mache es jetzt nochmal aus, um nicht zu viel Sprit zu verbrennen. Genau. Und macht euch auch nicht so viel Sorgen, wenn hier nur noch so wenig Triebstoff. Triebstoff, genau, der Triebstoff. Wir sollten es nicht verwechseln mit dem Treibstoff, denn das andere ist ein Triebwerk drin ist. Denn da geht noch einiges. So, und dann lasst euch nicht zu sehr durchsacken. Ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo mein persönlicher, also man kann noch viel tiefer einen Suicide Burn beginnen, aber mein persönlicher Toleranzhorizont ist an Angst überschritten. Das heißt, ich beginne schon mal ein bisschen gegenzubremsen, um es unter Kontrolle zu halten. Und wir werden jetzt schön vorsichtig diesem Oberflächenmarker folgen und unsere Geschwindigkeit währenddessen, ihr könnt einfach mit Shift oder Steuerung mehr oder weniger Schub geben. Achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall sinkt. Das wäre relativ wichtig. Also es sollte nicht
negativ werden. Und wenn ihr eure Lampen brav angemacht habt, werdet ihr auch ab einem gewissen Höhenlevel hoffentlich ein bisschen das Licht erkennen können. Euer Schatten kommt auch tagsüber. Das zeigt euch auch schon mal, das gibt euch so eine erste Referenz, wie weit ihr es eigentlich noch zum Boden habt. Verlasst euch nicht zu sehr auf den hier, es gibt auch Berge auf dem Moon. Und dann guckt, dass ihr bei der Landung auf jeden Fall so unter die 5 Meter pro Sekunde kommt. Also schön langsam, jetzt seht ihr hier die Lichtkegel auch, wie sie zueinander kommen, weil wir immer tiefer gehen. Und schön langsam gegensteuern. Der Marker wird mittig gehen. Wenn ihr zu viel Schub gebt, dann geht er nach oben. Dann bleibt einfach gerade ausgerichtet und nehmt Schub raus. Und ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr raus und noch ein bisschen mehr raus. Und wir lassen uns ganz, ganz langsam mit 1,3, 1,2 Meter pro Sekunde fallen. Und dann macht einfach das Triebwerk aus und hofft, dass ihr nicht umkippt. Da könnt ihr ein bisschen gegensteuern, wenn sowas passieren sollte. Ich bin jetzt an der Wand gelandet. Also achtet hier unten auf den Navball. Versucht eure Spitze auszurichten auf die Mitte. Voila, Moonlandung. Und da hinten ist sogar irgendwas Spannendes. Das können wir uns gleich mal angucken. Vielleicht ist das erreichbar mit unserem Raketenrucksack. Aber so sieht unsere erste Moonlandung aus. Und das Erste, was ihr tut, wenn ihr erfolgreich gelandet seid, ist, ihr drückt nochmal F5, damit ihr das auf jeden Fall nicht mehr versaut. Und herzlichen Glückwunsch, wir haben hiermit unsere erste Moonlandung erfüllt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, wie man hier alles erforscht und wie wir den Weg zurück nach Hause finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.